Ja, hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Spiel auf meinem Kanal. Gold Rush the Game, Goldrausch in Alaska, das offizielle Spiel dazu. Ihr seht hier oben auch schon vom Discovery Channel ja, mitproduziert. Und das Spiel ist jetzt draußen. Wir können mal kurz in die Einstellungen gehen. Ihr könnt das auch mit Gamepad spielen. Das funktioniert auch einwandfrei. Wurde hier bei uns auch schon ein bisschen getestet. Ich habe meinen Controller gerade nicht dran, deswegen steht jetzt hier Gamepad-Steuerung ausgegraut. Dann gucken wir uns mal die anderen Optionen an. Spiel, ihr könnt hier verschiedene Sprachen einstellen. Also haben sie wirklich auch dran gedacht, dass auch Deutsch funktioniert. Und dann könnt ihr hier die Grafik nochmal einstellen. Hier natürlich die Auflösung könnt ihr einstellen. Vollbild, Qualität, SSAO, V-Sync, Sichtfeld. Könnt ihr hier noch auf Erweitert gehen. Könnt ihr hier alles auf Ultra stellen. Was zu bedenken ist, das Spiel hat momentan noch ein paar Probleme so mit 8 GB RAM. Da müsst ihr mal gucken, wenn ihr nur 8 GB habt, kann es halt passieren, dass er momentan sehr viel RAM verbraucht und ihr da Probleme kriegt. Es steht jetzt auch in der Minimumanforderung 16 GB RAM. Also ihr braucht jetzt keine Angst haben, wenn ihr nur 8 habt, aber müsst ihr halt schauen, auch mit Ausladungsdateien und sowas alles, dass ihr das da richtig einstellt, dass ihr halt im Hintergrund, wenn das Spiel läuft, nicht zu viel andere Sachen aufhabt und nicht zu viel RAM verbraucht. Und dann gibt es hier halt noch den Ton. Musik könnt ihr mal kurz anmachen hier. Ist halt echt mega laut, ja. Deswegen habe ich die halt immer aus. So. So, Masterlautstärke habe ich ein bisschen eingestellt. Effekte, Dialog. Ja, und dann legen wir einfach mal los. Machen ein neues Spiel. Und denn am Anfang wollte ich es euch jetzt in der ersten Folge erstmal zeigen, was braucht ihr alles? Weil ihr habt halt am Anfang jetzt kein Kapital. Ihr müsst erstmal bei der Bank einen Kredit aufnehmen. Dann müsst ihr von dem Kredit erstmal einen Claim mieten. Und dann müsst ihr noch Sachen einkaufen für diesen Claim, damit ihr da vernünftig arbeiten könnt. Wir machen am Anfang, arbeiten wir gleich mit einer Wasserpumpe. Dass ihr quasi nicht immer mit dem Eimer das Wasser nachkippen müsst, sondern dass das Wasser halt die ganze Zeit läuft. So, dann fangen wir. Ah, jetzt lädt er gerade noch. Spiel ist, glaube ich, im Hintergrund schon teilweise auf. Er sollte aber gleich fertig geladen sein. Jetzt lädt er, glaube ich, fertig. So, jetzt sind wir hier in der Stadt. So, die Map sieht bei jedem auch gleich aus. Hier unten haben wir zum Beispiel die Old Arnold Parzelle. Da müssten wir quasi dann später hinfahren. Da fahren wir dann hier so unten lang, bis wir dann bei der Parzelle sind. Ja, dann haben wir hier halt das Lagerhaus, Maschinenpark, Schmied, die Bank und die Tankstelle. Das müssen wir also Lagerhaus, Bank und Tankstelle müssen wir jetzt gleich anfahren und dann fahren wir quasi zu der Old Arnold Parzelle. Schaufel braucht ihr euch keine Sorgen machen, die ist standardmäßig drin. Also die habt ihr halt auch mit ja, Taschenlampe und habt ihr immer dabei und Schaufel. Dann haben wir hier zum Beispiel das Notizbuch. Hier noch leider falsch geschrieben. Hier ist das nochmal alles aufgegliedert. Ist zwar auf Englisch, aber wie gesagt, ich führe euch da jetzt durch. Also einmal hier gehen Sie zur Bank, mieten Sie die Old Arnold Parzelle, gehen Sie zum Lagerhaus, kaufen denn hier quasi die Rinne. Und sowas alles, ein Eimer auf jeden Fall kaufen, das ist ganz wichtig. Die Matten kaufen, wir kaufen gleich 4 Matten, weil wir eine erweiterte Rinne haben. Das dann alles aufs Truck laden, dann zum Claim gehen, das hier aufbauen. Hier ist auch schon die erweiterte eingezeichnet, hier könnt ihr quasi 4 Matten drauf machen. Und dann quasi geht es dann immer so weiter. Hier habt ihr dann auch noch andere Punkte an der Seite, die ihr nutzen könnt. Hier haben wir zum Beispiel auch DigTube. Ja, zum Beispiel dann hier. Stufe 1 Hogpen, dann spielt sich hier gleich so ein Video ab. Ja, so ein kleines ja, Tutorial-Video, wie das hier genau alles funktioniert und so weiter. Ja, und dann legen wir einfach mal los, steigen hier in unser Auto ein. Machen wir gleich mal hier mit Z, könnt ihr hier die ganzen, ja, die ganzen Funktionen, könnt ihr aufleeren. Mit 3 können wir jetzt hier in die Kamera gehen. So, jetzt starten wir den Motor mit X. Oder machen wir die Handbremse lose. Und fahren ein Stück los. Müssen jetzt erstmal zur Bank. Wie gesagt, immer schön vorsichtig fahren, hier bloß nichts kaputt machen. Hier rechts neben uns ist jetzt schon das Warenhaus, also das Lagerhaus. Da kaufen wir dann gleich ein. Aber jetzt bleiben wir bei der Bank. Oh, können wir schon mal drehen hier. Ja, ihr könnt ihr auch Differential einschalten mit Q.
Dann drehen wir jetzt hier erstmal. So. Machen wir Motor aus. Handbremse an, immer nicht vergessen. Heute steigen wir hier aus. Jetzt gehen wir zur Bank. So, benutzen. So, jetzt gehen wir hier auf Kredite. So, jetzt können wir hier einen Kredit nehmen. Nehmen wir natürlich so viel wie möglich. Hier ganz wichtig, den Tagessatz. Ja. Ein Tagessatz könnt ihr am nächsten Tag gleich wieder alles zurückzahlen. Also machen wir hier 60 Tagessätze. Nehmen einen Kredit auf. Gehen auf Parzelle. Drücken hier unten auf Mieten. Und dann sehen wir quasi, dass wir da... Also hier ist quasi Old Arnold Parzelle. Hier gibt es auch noch Rivertown, Pine Valley und sowas alles. Aber wir nehmen die Old Arnold Parzelle, mieten das. Die kostet sonst halt 25.000. So, jetzt haben wir die gemietet. So, haben wir das schon mal erledigt. Jetzt fahren wir halt zum Lagerhaus. Kaufen da erstmal ein. Wie gesagt, da könnt ihr das Auto hier vor einfach irgendwo stehen lassen. Sodass wir halt, weil wir müssen die Sachen dann quasi auf dem Pickup laden. Dann bleiben wir hier einfach stehen. Handbremse an, Motor aus, immer ganz wichtig, weil ihr müsst ja auch Benzin nachtanken. Können wir hier hinten die Ladefläche aufmachen, dass wir quasi alles reinladen. Das ist ja alles mit Kollisionsdetection, also da wirklich aufpassen. Dann nehmen wir auf jeden Fall erstmal zwei Eimer. Ah, dass wir noch einen in Reserve haben, falls wir einen brauchen. So, Benzinkanister nehmen wir gleich noch mit. Nehmen wir auch gleich zwei mit. Wir auch ein bisschen was in Reserve haben. Müssen wir gucken, jetzt haben wir vier Sachen. Ich weiß nicht, ob das jetzt schon reicht. So, jetzt gehen wir hier zur Rinne. Hier steht ja zum Beispiel Hockpan, Schüttkasten mit Anschluss für Wasserpumpe. Den brauchen wir auf jeden Fall, weil wir wollen das jetzt nicht alles immer mit dem Eimer machen, sondern wir wollen das halt mit einer Wasserpumpe machen. Hier zum Beispiel auch die Matten, da brauchen wir vier Stück. Jetzt können wir vier Stück kaufen, genau. Auch hinzufügen. Ich glaube, jetzt sind wir hier nämlich schon voll. Dann gibt es hier einmal Hockpan, Waschrinne, das ist die normale. Und dann gibt es hier mit Erweiterung. Wir wollen natürlich die auch mit Erweiterung. So, jetzt geht es schon nicht mehr. So, jetzt müssen wir hier zur Kasse. Jetzt seht ihr auch gleich, wie das Geld weg ist. So, 360 kostet das. So, das müssen wir jetzt auch gleich aufladen. Und hier liegt jetzt quasi alles jetzt hier So, jetzt nehmen wir jeden einzelnen Gegenstand. Gehen zum Truck. Ja, und dann müsst ihr quasi hier alles auf den Truck laden. Und hier mit Leertaste könnt ihr raufspringen. Sinkt ja zwar so ein bisschen runter und dann könnt ihr das hier mit E fallen lassen. Wir können das ja noch ein bisschen schieben. Na, können wir auch mit Shift hier. Legen wir das ein bisschen weiter hinten hin. So. Jetzt ist es halt wichtig mit der Waschrinne, dass das nachher genügend Platz hat. Nehmen wir erstmal hier die Matten auf. Da bleibt quasi das Gold dann nachher hängen. Wenn ihr da immer mit der Schaufel, das macht... Ah ja, ganz schwierig hier. Müsst ihr halt mit Shift mal ein bisschen arbeiten hier. Da haben wir die eine Matte. Das kann auch übrigens vom Pickup runterfallen. Da müsst ihr halt ein bisschen vorsichtig fahren. Und wichtig ist halt zwischendurch immer mal speichern, dass ihr quasi, falls ihr mal einen Absturz haben solltet, jetzt wegen dem RAM-Problem zum Beispiel oder sowas, weil manchmal hat er dann so Nachlader, dann bleibt das da immer so ein bisschen, ja, dass er so manchmal so stockt und dann kann es halt passieren, dass er während dieser Nachlader halt hängen bleibt. Jetzt haben wir unsere vier Matten hier schon drauf. Dann haben wir hier noch die beiden Eimer, die beiden Benzinkanister. Wie gesagt, nehmt lieber ein bisschen mehr Benzin mit, dann müsst ihr da nicht so oft hin und her fahren. Und wichtig auch beim Auto, dass ihr dass das Licht zum Beispiel nicht die ganze Zeit anlasst. Ich hätte mal vielleicht doch eher zuerst die Rinnen nehmen sollen. Ich stelle die mal erstmal vors Auto, dass wir da irgendwie die Rinnen noch drauf platzieren können, weil das wird jetzt gleich nämlich ein bisschen tricky. Nehmen wir das erstmal hier alles runter. Weil wie gesagt, wenn das hier nicht leer ist, hier quasi die Fläche hier, dann könnt ihr auch die anderen Sachen nicht kaufen. Wir legen das erstmal alles hier so hin. Ja, die Benzinkanister, die müsst ihr dann auch wirklich bei der Tankstelle, dann zeige ich euch gleich, selbst dann auch befüllen mit dem Schlauch. Ihr müsst halt hier wirklich sehr, sehr viel selbst machen. Ne? Also es ist jetzt kein Spiel, was jetzt hier mal so in 2-3 Minuten getan ist, sag ich mal. So, jetzt nehmen wir erstmal die Rinnen. Nehmen wir erstmal die Rinne einmal.
Und einmal die andere. Müssen wir erstmal aufs Auto laden. Dann können wir hier die Wasserpumpe auch schon nehmen. Hier den Generator, der ist zum Beispiel halt so für Licht und für Strom und sowas alles. Den brauchen wir jetzt am Anfang erstmal noch nicht. Wir nehmen erstmal die Wasserpumpe. So, und jetzt brauchen wir noch die Schläuche. Wir brauchen jetzt einmal einen roten Schlauch, der quasi das Wasser dann zur Wasserpumpe führt. Und dann einmal einen grünen Schlauch, der von der Wasserpumpe zur Rinne geht. Und jetzt brauchen wir noch einen Wasserfilter. So, Wasserfilter. Gucken wir mal, jetzt haben wir eigentlich alles zusammen. Mehr brauchen wir eigentlich nicht. Haben wir erstmal alles zusammen. So, dann gehen wir hier bezahlen. Kostet auch nochmal 390. Aber wie gesagt, ihr werdet schon merken, wenn ihr jetzt das nicht mit der Wasserpumpe macht, dass das sehr krass ist. Ne? Also, Wasserpumpe ist schon nicht schlecht am Anfang. Jetzt haben wir 4474 noch. So, jetzt müssen wir gucken. Jetzt müssen wir das so seitlich hier so auf dem Pickup rauf. Mal gucken, jetzt fällt das gleich runter. Jetzt müssen wir halt schauen, dass wir jetzt erstmal raufspringen. Na komm. So, und jetzt müssen wir das Ding hier nehmen. Ja, ihr seht schon die Kollisionsabfrage hier. Kriegen wir das jetzt hier? Ah, jetzt sind wir wieder runtergefallen. Also halt mal schauen, dass wir auf den LKW irgendwie aufkommen. Das so seitlich hier. So. Jetzt müssen wir halt schauen, dass die anderen Sachen nicht runterfallen. Ja, ihr seht schon hier halt die Kollisionsabfrage. Jetzt müssen wir die zweite noch rauf machen und das ganze andere muss auch alles noch rauf. Wie gesagt, das mit dem Benzin. Ja, hier haben wir die zweite Rinne. Das mit dem Benzin, da müssen wir mal schauen, dass wir die nachher da vernünftig runterkriegen. Dann springen wir hier nochmal rauf. Deswegen mache ich das Benzin dann auch erst zum Schluss rauf. So, haben wir zwar den Eimer hier. So, jetzt machen wir die Wasserpumpe noch rauf. Die ist auch ziemlich klobig. So, die muss da auch noch mit drauf. So, lassen wir einfach da liegen. So, und wie gesagt, nichts vergessen hier. Und wie gesagt, vorsichtig fahren, ja, dreht da nicht durch beim Fahren. Oh, der fällt jetzt runter, genau. Ist schon sehr, sehr viel hier, was wir hier am Anfang mit alles, was wir alles hier rauf machen müssen. So, jetzt haben wir da jetzt noch den Wasserfilter, der ist auch ganz wichtig. So. Was hängen wir hier gerade? So, den können wir eigentlich hier so einfach rauflegen. Mal schauen, dass er nicht runterfällt hier. Ah, jetzt packt er hier so ein bisschen. Und den hier so auf die Ecke legen. So. War jetzt wichtig, den Eimer noch hier. Schauen, dass der noch irgendwie mit drauf passt hier. So. Den zweiten Eimer. Wie gesagt, ein Eimer reicht eigentlich, aber ich werde jetzt halber nochmal einen mitnehmen. So, das Benzin, das müssen wir jetzt gleich befüllen. Mal schauen, dass das hier alles gut passt. So, jetzt haben wir alles. So, und jetzt fahren wir einmal zur Tankstelle. Die Tankstelle, wir sind jetzt hier beim Lagerhaus. Die Tankstelle ist hier hinten. Müssen wir halt schauen, da müssen wir einmal umdrehen. So, Motor an. Handbremse lösen. Dann drehen wir einmal um. Hier sind jetzt die Schienen, da könnt ihr euch immer ganz gut dran orientieren. Wie gesagt, bloß keinen Blödsinn jetzt bauen hier. Schön vorsichtig fahren. Nicht zu schnell fahren. Die Tankstelle ist da hinten. Am Ortsausgang. Da müssen wir quasi jetzt die beiden Benzinkanister füllen. Ja, und wie gesagt, ihr habt ja jetzt den Claim halt gemietet. Das heißt, das kostet jetzt natürlich täglich dann halt auch Geld und natürlich die Zinsen von der Bank kosten natürlich auch täglich Geld. Ne? Also jetzt können wir das Auto gleich noch befüllen. Bleiben wir einfach mal hier stehen. So, Motor aus. Brauchen wir die beiden Benzinkanister. Wir können auch einmal hier das Auto auftanken. Haben wir hier quasi Tankdeckel. Können wir das Auto auch schon mal einmal auftanken, dass wir nicht irgendwo stehen bleiben hier. Einmal mal voll machen. Es scheint ziemlich leer zu sein hier, das Auto. So, jetzt ist es auch schon passiert. Machen wir den Deckel wieder zu. Jetzt haben wir die beiden Benzinkanister hier. Aufpassen, dass wir hier nichts anderes runterreißen. So, jetzt machen wir das hier rein.
Machen wir auch voll. Das braucht ihr quasi jetzt für die Wasserpumpe, das Benzin. Der erste Benzinkanister hier. Mal schauen, dass der jetzt nicht gleich runterfällt hier. Ja, und dann geht's nachher los mit dem Schaufeln. So, den auch noch hier rauf. An die Seite hier, da. Hier müssen wir mal gucken, dass wir den ein bisschen besser positionieren hier. Ah, hier ist halt die Rinne. Mal schauen, dass der hier nicht runterfällt. So. So, hoffen wir, dass jetzt hier nichts hinten runterfällt. Dass das jetzt hier alles irgendwie, ihr seht schon, das wackelt hier alles schon. So, jetzt müssen wir quasi wieder zu den Schienen zurück. Können wir hier quasi rüberfahren. So, jetzt fahren wir Richtung Schiene und dann Richtung Parzelle. Oh, jetzt haben wir diese Nachlader. Jetzt am besten schon mal speichern. Mache ich mal gleich einen neuen Speicherstand. So. Immer mal zwischendurch speichern. Also gerade auch, wenn ihr zum Beispiel die 100% da mit den Matten voll habt, das werdet ihr gleich noch sehen, wie das funktioniert. Da immer speichern. Habt ihr da echt Probleme. So, jetzt müssen wir hier quasi diesen Trampelpfad fahren. Wie gesagt, das Spiel pausiert dann halt auch, wenn ihr zum Beispiel auf M geht, auf die Karte oder so, ne, falls ihr mal nicht wisst, wo ihr gerade seid. Hier immer schön langsam fahren, auch nicht irgendwo gegenfahren. Jetzt müssen wir gucken, ich glaube, wir müssen hier links rüber. Wieder über die Schienen, genau. Kommen wir gleich zu diesem Industriegebiet, was ihr aus der Demo schon vielleicht mal gesehen habt. Ja, und Ziel ist es natürlich später dann das Claim zu kaufen, ja, also dass ihr da quasi nicht mietet, weil sonst müsst ihr da nämlich irgendwie Provision zahlen von dem Gold, was ihr da verdient. Das wollen wir natürlich irgendwann nicht mehr. So, dann fahren wir mal. Ja, wie gesagt, ich fahre immer lieber ein bisschen langsamer hier. Kein Bock jetzt hier irgendwie die Sachen zu verlieren, die hinten alle geladen sind. Wie gesagt, ihr könnt ja auch die zweite Kamera nehmen, das ist quasi die Fahrtkamera. Dann ist das quasi immer, verfolgt er durch euch das, also das ist halt quasi so statisch hinter dem Auto. Was er dann immer alleine dreht, dann braucht ihr das nicht mit Maus selber drehen. So, hier jetzt ein bisschen vorsichtiger fahren, hier ist es ziemlich üblich. Hier sind auch ab und zu mal Steine im Weg. Ja, das sind quasi so die ersten Schritte. Oh, hier, der Stein. Der ist immer ganz gefährlich, ja. So, jetzt sind wir angekommen. Unsere Parzelle, die kennt ihr auch aus der Demo auch noch. Gibt ja auch noch drei andere. Ja, und alles, was jetzt bei Kickstarter finanziert wurde, könnt ihr, also wird alles per kostenloses DLC, kostenloses Update kommen. Also es gibt da keine, ihr müsst jetzt nicht nochmal extra Geld ausgeben für irgendwelche neuen Sachen jetzt. Also die halt, ja, mit dem Stretch Goal halt gebackt wurden. So, jetzt machen wir das Ganze auf. Jetzt fällt hier gleich alles raus. Jetzt haben wir hier einmal das Benzin. Stellen wir erstmal hier kurz ab. So, jetzt bauen wir das quasi alles auf. Den Eimer nehmen wir noch mit. Hier quasi in dem Zelt, kann ich euch nachher auch nochmal zeigen. Jetzt kommt hier alles raus. So, jetzt müssen wir erstmal gucken, dass wir da hinten hinlaufen zu dem Fluss. Ja, das mit dem Zelt zeige ich euch nachher, wenn wir hier erstmal Gold geschürft haben. So, jetzt seht ihr hier auch den Punkt. Hier quasi soll das jetzt rauf. So, jetzt haben wir das drauf. Brauchen wir noch die zweite. Ja. Eigentlich ist es ganz cool mit diesem Kollisionsdetection. Das hat nur am Anfang echt ein bisschen, guck mal, jetzt sehen wir hier zum Beispiel nicht mehr so viel. Bisschen gewöhnungsbedürftig und geht auf jeden Fall hier nicht in irgendwelche Büsche rein. Sonst bleibt ihr hier mit den Gegenständen mal hängen. So. Haben wir hier noch einen Generator, den nehmen wir erstmal den Eimer hier. Stück für Stück. Über den Wasserfilter, den können wir erstmal liegen lassen. So, Generator. Den bauen wir jetzt quasi auf.
Seht ihr schon, das ist jetzt quasi unser Fleckchen Erde hier, dieser Bereich, den wir jetzt quasi nachher schaufeln. Und dann heißt es quasi am besten den Generator nicht auf auf diesen Boden stellen, weil da schaufelt ihr sonst. So. Können wir hier zum Beispiel den Wasserfilter, das können wir hier schon mal machen. Der kommt da quasi ran. Jetzt haben wir schon mal hier den Schlauch. Den machen wir jetzt quasi hier, also nicht bei Out ran, sondern hier vorne ran. Halt mal schauen. Auch hier zeigt er es. Ja, ist gerade ein bisschen buggy. So, hier ran. Aber eigentlich mal das mit dem Wasserfilter. Aber wir probieren mal, ob das funktioniert. Leg das jetzt mal hier rein. So, jetzt könnte er hier quasi Wasser ziehen. So, machen wir mal weiter. Brauchen jetzt hier, müssen wir nochmal raufspringen. Das ist jetzt quasi auch mit Anschluss für die Wasserpumpe. So, können wir quasi mit dem grünen Schlauch. Ah, der grüne Schlauch liegt hier unten. Jetzt müssen wir aufpassen, wenn wir den jetzt anheben. Sonst mit dem Auto noch mal ein bisschen vorfahren. Erstmal das Benzin. Füllen wir das erstmal hier rein. Dann ist das Ding gut gefüllt. Mal gucken, ob jetzt der ganze Benzinkanister alles oder ob da noch was drin ist. So, sind wir hier schon mal voll. So, nehmen wir den, packen den erstmal hier irgendwo hin. Na, bloß nicht in die Büsche. Ich packe den mal hier zum Auto. Das ist jetzt quasi der leere Benzinkanister. Haben wir hier einmal den vollen, den können wir ja. Müssen wir halt schauen, wie leer der wirklich ist. Oder ob da vielleicht doch noch ein bisschen Rest drin ist. So, den einen Eimer können wir schon mal nehmen. Den können wir schon mal mit Wasser befüllen für später. So, packen wir den auch hier hin. Aufpassen, dass er hier nicht wegfällt. So, zweiten Eimer packen wir erstmal an die Seite. Jetzt haben wir hier noch den grünen Schlauch. Jetzt müssen wir erstmal schauen, dass wir an den grünen Schlauch kommen. Ob da das Auto backt jetzt nicht weg, weil hätte auch sein können, dass das Auto jetzt durch die Gegend fliegt hier. So. Jetzt haben wir hier quasi einen kleinen Anschluss. So, und den schließen wir jetzt quasi an die Rinne an. Zack. So, jetzt müssen die Matten noch rauf. Die Matten. Und dann sind wir eigentlich soweit auch schon gut vorbereitet. Dann haben wir alles zusammen. So, jetzt kommen hier die vier Matten rauf. Diese vier Matten, wenn die bei 100% sind, werdet ihr gleich sehen. Dann können wir erstmal hier alles mal runter. Dass wir hier nicht ständig aufs Auto raufspringen müssen. So. Wenn die bei 100% sind, müssen die quasi alle vier in den einen Eimer rein. Seht ihr hier schon, ne? Wenn die jetzt quasi da schon ein paar Nuggets drin haben. Und dann wird das quasi hier im Zelt nachher mit dem Eimer dann gewaschen. Habt ihr auch nochmal so einen Bottich mit Wasser. Dann habt ihr quasi auch diese kleine Schüssel und dann könnt ihr da quasi das rauswaschen. So. Jetzt haben wir eigentlich alles. Auto ist, Licht ist aus. Ganz wichtig immer beim Auto das Licht ausmachen. So, jetzt starten wir hier den Generator. Jetzt haben wir hier unten irgendwo, haben wir jetzt hier. Da haben wir es. Guck, jetzt fließt das Wasser hier. Jetzt geht ihr quasi hier mit Komma, Punkt und Komma, könnt ihr hier durchschalten. Hier haben wir noch Licht. Und hier haben wir jetzt quasi die Schaufel. Und jetzt geht das los. Jetzt müssen wir hier schaufeln. Könnt ihr erstmal hier unten am Anfang anfangen, den nicht immer so weit laufen müsst. Ja, und jetzt müssen wir hier wirklich komplett durchschaufeln. Dann haben wir 1% da drin und das müssen wir jetzt machen, bis 100% ist. Und dann kann man quasi die Matten dann waschen, wenn die wirklich bei 100% sind. Und dann erkläre ich euch das in der nächsten Folge dann, wie das funktioniert. Ja, dann würde ich sagen, ich buddel jetzt hier erstmal noch eine Weile. Ihr seht jetzt hier, der Strom ist jetzt bei 1% gerade mal verbraucht, also das hält erstmal eine Weile mit dem Benzin. So. Gut, dann würde ich sagen, an der Stelle mir erstmal fleißiges Buddeln bis 100%. Und vielen Dank denn fürs Einschalten. Und das war quasi jetzt erstmal so der Anfang. Und dann geht es gleich in der nächsten Folge weiter. Vielen Dank, denn bis zur nächsten Folge. Euer Underwater Frank.
Tschüss.